Ja, hi Leute, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal M4 Live. Und heute ist es endlich soweit. Ich habe euch das ja versprochen. Es gibt eine Kaufberatung zum 335i beziehungsweise zu den N54, N55 Motoren. Weil den gibt es ja wie gesagt im 1er, im 5er, im 3er. Und der ist sehr, sehr oft wieder verbaut und es ist ein super, super geiler Turbomotor. Und welche Unterschiede es gibt, worauf man achten sollte, wie teuer es ist, welche Symptome auftreten, wie man das alles entdecken kann, das habe ich alles für euch in diesem Video vorbereitet. Der Frank hat mir auch nochmal geholfen. Vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Es kommen noch weitere Videos dazu und es gibt auch wieder bald ein M3-Video von mir. Und genug gequatscht, es geht los. Viel Spaß. Ciao. So, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt betrifft die Injektoren. Also Fehlerbild bei den Injektoren ist das meistens, dass so Drehzahlschwankungen im Leerlauf sind. Dann gibt es, wie gesagt, Leistungsmangel ist oft vorhanden. Die Motorkontrollleuchte geht an. Beim Beschleunigen habt ihr so ein Ruckeln. Das ist nicht mehr sehr gleichmäßig. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass ihr die Injektoren vielleicht einen weg haben. Also worauf man achten sollte, also alle Injektoren vor 09, also es gibt so einen Index, also es gibt die Artikelnummer und ganz zum Schluss an der Artikelnummer ist so ein Index. Und da steht jetzt 09 zum Beispiel und alle vor 09, die hatten Probleme gehabt. Alle die nach 09, sag ich mal, sind schon besser geworden. Das hatte mir der Frank auch nochmal gesagt. Und ich blende euch dann die aktuelle Artikelnummer mal ein von den Injektoren, damit ihr mal vergleichen könnt, wenn ihr mal welche bestellt oder wenn ihr die mal ausgebaut habt, dann könnt ihr das immer sehr gut vergleichen. Also der Preis von den Injektoren war damals mal ganz am Anfang 109 Euro, hatte mir der Frank mal geschrieben. Und jetzt liegen die ungefähr bei 180 bis 250 Euro. Ja, wir hatten schon überlegt, dass BMW gemerkt hat, dass das so oft kaputt gegangen ist, dass man natürlich nochmal ein bisschen mehr die Kosten wieder reinspielen kann dadurch. Dann die bekannten Fehlercodes, die blende ich jetzt hier nochmal ein, worauf man dann schließen kann, dass das die Injektoren sind. Die blende ich nochmal ein, dann habt ihr das auch schon mal hier. Also wenn ihr eine von diesen folgenden Symptomen hattet, wie gesagt, dieser unrunder Leerlauf eben halt und Leistungsmangel und Motorkontrollleuchte geht an und ich habe vielleicht diesen Fehlercode, ihr müsst es auch nochmal vorher überprüfen, ob es nicht die Zündkerzen oder Zündspulen sind, die gehen auch oft kaputt. Man sollte die erstmal kontrollieren. Und die Injektoren erneuern ist jetzt auch nicht so schwer. Es gibt auch noch so eine Ultraschallreinigung, hatte mir der Frank geschrieben. Davon wird abgeraten. Was auch nicht gut ist, man sollte keine gebrauchten Injektoren verbauen, weil man nicht weiß, woher die kommen, wie die Qualität ist. Und dann auch, zweiter Punkt wäre dann noch die Dichtigkeit, ob die dann wirklich dicht sind. Da sollte man auch aufpassen. Beziehungsweise sollte man bei den Gebrauchten auch aufpassen, weil man müsste die Dichtung erneuern und dafür brauche ich mein Spezialwerkzeug. Das hat auch nicht jeder, deswegen sagt man so, gebrauchte Injektoren ist jetzt nicht so dolle. Also der Einbau ist auch relativ leicht, hat er mir der Frank geschrieben. Aber da sollte man auch aufpassen, dass alles dicht ist, weil wenn das nicht dicht ist, besteht Brandgefahr. Ist natürlich auch sehr, sehr heikles Thema. Wenn man sich da nicht dran traut, dann einfach in die Werkstatt fahren, die sich damit auskennt. Und dann ist das auch kein Problem. Also wie gesagt, man braucht so für den Einbau so einen Injektorenabzieher bräuchte man dafür. Oder ein Auspuff-Hakenwerkzeug, hatte mir der Frank geschrieben. Von jedem Injektor sollte man die Abgleichdaten nochmal aufschreiben und notieren. Bei den neuen Injektoren nach dem Abziehen der Kappen eben halt, sollte man die auch sehr schnell einbauen, weil die Dichtungen da aufquillen, damit die dann total dicht sind eben halt. Oder sollte man nicht jetzt so lange warten, wenn man die aufmacht. Wenn alles fertig ist, die Abgleichswerte per INPA dann nochmal eingeben und dann ist alles weit in Ordnung. Und was der Frank mir noch gesagt hatte, weil viele fragen auch immer danach, wenn ein Injektor kaputt ist, sagen die meisten mal, man soll die ganze Bank machen und das ist auch nicht der Fall. Also hatte mir Frank gesagt, man kann die mixen, alten und neuen, aber man muss es per INPA in das Steuergerät eintragen. Und worauf man auch noch achten sollte, ist, dass man sich keine jetzt gefälschten aus der Bucht holt oder so aus. So billige Nachbauten. Ach scheiße. Kommt zum nächsten Punkt. Thema Hochdruckpumpen ist auch ein sehr, sehr oft gern gesehenes Thema bei Störungen vom Motor. Da hatte ich mir das auch nochmal aufgeschrieben. Also Drehzahlschwankungen, meistens im Leerlauf, Vibration, unrunder Leerlauf. Wie gesagt, Aussetzer beim Beschleunigen, Motor ruckelt, Motorkontrollleuchte geht an. Dann Leistungsmangel, langes Orgeln beim Kaltstart ist so eine Sache. Zündaussetzer oder einzelne mehrere Zylinder. Das ist auch so eine Sache mit der Hochdruckpumpe. Da sollte man aufpassen. Also wie gesagt, Fahrzeuge mit so einer Direkteinspritzung besitzen außerdem zur normalen Benzinpumpe so eine Hochdruckpumpe. Der M4 zum Beispiel hat zwei Hochdruckpumpen und die sind dazu da, um den Kraftstoff mit hohem Druck durch die Injektoren in den Zylinder einzuspritzen. Da hatte mir auch Frank nochmal geschrieben, also die Hochdruckpumpen wurden auch mehrmals durch den BMW-Zulieferer überarbeitet und die aktuelle Teilnummer blende ich hier nochmal ein für euch. Und preislich so ungefähr zwischen 450 und 600 Euro Austausch. Neu, glaube ich, 700 Euro. Man kann jetzt nicht sagen, wie lange die ungefähr halten, die Hochdruckpumpen, weil, wie gesagt, ich hatte bei meinem 335i
Den hatte ich knapp, ich glaube, 60.000 Kilometer gefahren und da war noch die erste drin. Manche fahren mit 150.000 Kilometer noch die erste und manche haben bei 80.000 schon die vierte. Also da kann man nichts zu sagen eben halt. Und wenn man das jetzt selber machen will, also der Tausch ist jetzt nicht so kompliziert, wenn man keine zwei linken Hände hat, hat der Frank mir geschrieben. Man sollte auch sehr, sehr vorsichtig sein, weil eine Undichtigkeit kann auch wieder zu Brandgefahr führen. Und wenn man sich nicht dran traut, dann einfach in die Werkstatt damit oder zum Kollegen, der sich damit auskennt. Und für den Einbau muss die Ansaugbrücke runter. Krank wie laut. Kommen wir zum nächsten Punkt, Wastegate, sag ich mal Gestänge, das ist auch immer oft so das Problem. Ein Fehlerbild ist auch leichtes Klappern, Rasseln, es ist zu fest, kann der Turboschaden nehmen, habe ich mir aufgeschrieben. Wie man es merkt, so verspätete Gasannahme, schlechtes Ansprechverhalten, das ist so eine Sache, muss man drauf achten. Da hat mir Frank noch geschrieben, Gestänge und Lagerung der Klappenwelle schlagen aus, also verschleißen recht schnell. Eine Abhilfe ist da, es gibt so einen günstigen Reparatursatz aus der USA, da ist so Lagerung, Klappe, Welle, Gestänge, verbesserte Materialien sind da drin. Das kann man dann aus USA beziehen, weil dort fahren ja auch sehr, sehr viele umgebaute 335 Modelle rum. Nächster Punkt ist der Turbolader. Ja, sah ich mich auch gebrandmarktes Kind davon bei meinem Fünfer. Ein Fehlerbild ist so leichtes Pfeifen, zu wenig Leistung, schlechtes Ansprechverhalten und Motorstörung, Leistungsabfall, das steht auch manchmal im Display drin hier bei euch. Das sind so die Symptome, wie man es dann erkennen könnte. Also ich habe mir dann auch nochmal aufgeschrieben, nicht bei BMW die Turbolader, wenn man die erneut, die gibt es ja im 3er, im 5er, im 6er, X3 und so Modelle. Also ich habe gesehen, 300 bis 500 Euro pro Turbolader die Kosten sind von Mitsubishi die Turbolader, vielleicht wisst ihr das auch schon. Wie gesagt, bei BMW habe ich es gelesen, also 2.100 Euro pro Stück, was ich eigentlich nicht fassen kann. Ja, wie gesagt, im Internet müsst ihr einfach mal schauen. Es gibt so spezielle Firmen, die reparieren auch die Turbolader und die Turbos, die kann man dann ja hinschicken. Hatte ich auch Preise gesehen von 300 bis 500 Euro. Das sind so die Sachen, also wie gesagt, da müsst ihr euch einfach mal im Internet schlau machen. Nächstes Problem ist oft die Warnung. Fehlerbild ist Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich. Der Motorkontrollleuchte leuchtet auf. Das ist sehr oft und das Problem ist, das Magnetventil kann defekt sein, wodurch dann die Warnung ausfällt. Kosten, sage ich mal, 250 Euro hatte ich hier so gefunden im Internet. Nächster Punkt ist Zündkerzen, Zündspulen. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, Symptome sind Zündaussetzer auf einem oder mehreren Zylindern, Stottern, Ruckeln, beim Beschleunigen komplette Zylinderabschaltung und unruhiger Leerlauf. Und es gibt auch spezielle Fehlercodes, die blende ich hier auch nochmal ein. Da, wenn ihr die habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass entweder die Zündkerzen oder Zündspulen defekt sind. Dann habt ihr schon mal so eine Richtung, worauf ihr achten müsst. Was auch noch oft vorkommt, ist, das Automatikgetriebe wird manchmal undicht. Das ist ein bekanntes Problem der BMW-Reihe. Kosten ungefähr hatte ich jetzt aufgeschrieben 650 Euro. Meistens ist die Dichthülse am Mechatronikstecker die Ursache dafür. Andere Ursache hatte ich mir aufgeschrieben, ist die Undichtigkeit, ist auch die Ölwanddichtung. Also Symptome dafür sind natürlich, wenn ihr dann Öl an der Getriebewanne oder Mechatronikstecker findet, dann beim Fahren ist so verzögertes Anfahren, beim Losfahren vom Start, also wenn es sofort losgeht, das deutet schon mal darauf hin. Ruckartiges Schalten in den höchsten, also im nächsten höheren Gang zum Beispiel, das ist auch immer so eine Sache mit Getriebe. Öl. Ihr kennt das ja bestimmt, es gibt so eine Getriebeölspülung. Tim Eckert-Methode wird das Getriebe so lange durchgespült, bis das alte Öl abgeflossen ist. Ihr kennt ja den Getriebehersteller ZF, wo wir das Automatikgetriebe von ist. Die empfehlen eine Spülung frei ohne chemische Zusätze und die sagen auch, man sollte das alle 120.000 Kilometer machen. Alpina sagt sogar, nach jedem zweiten Ölwechsel sollte man die Getriebespülung machen. Also bei so einer Spülung benötigt man 11 Liter ZF6 Getriebeöl. Also Billigöle sollte man nicht nehmen, weil du nimmst ja auch kein Billigöl für Motor. Also das Getriebe selber passen 9 Liter Öl rein. Wenn man nur das Öl wechselt, ohne zu spülen, bekommt man 6 Liter raus, aber was sehr kontraproduktiv ist. Für die Spülung benötigt man außerdem Öl, braucht man noch eine Getriebeölwanne, eine neue Dichthülse, Ölwanddichtung und am besten neue Schrauben. Meistens gibt es auch so Kits, hat er mir geschrieben, die kosten so 500 bis 700 Euro in der Werkstatt, das machen zu lassen, aber ist immer noch besser als ein neues Getriebe. Was auch. So, und dann habe ich noch ein paar einzelne andere Sachen aufgeschrieben, wo mal was kaputt gehen kann. Ich hatte mir aufgeschrieben, Wasserpumpe geht manchmal kaputt. Das war bei meinem 335 gewesen. Die Ventildeckeldichtung wird undicht, Risse im Ventildeckel, Unterdruckschläuche und Druckschalter können auch manchmal defekt gehen. Kommen wir zu den nächsten Punkten. Also jetzt geht es nicht mehr um die Fehler, sondern geht jetzt um Tipps zur Ausstattung, die ich mir so gewünscht habe, die ich ganz gut finde. Also auf jeden Fall das M-Paket, sehr, sehr wichtig für mich jetzt. Geschmackssache, sieht sehr viel sportlicher aus, der Wagen. Und der M-Paket ist die Frontschürze, Seitenschweller sind ja dann die Heckschürze, die Einstiegs Leisten. M-Schaltknauf gibt es dann, M-Lederlenkrad, Sportfahrwerk ist dann auch immer drin, 15 mm tiefer. Das sind so die Sachen, die ich ganz gut fand, aber mein 335i hatte ich das nicht gehabt. Ich wollte das immer damals mal nachrüsten, aber es ist ziemlich teuer und hat sich nicht gelohnt. Was ich euch noch empfehlen würde, ich habe es mir aufgeschrieben, dieses Navi Professional, das habe ich jetzt auch im 5er drin. Eine Festplatte drin, eben halt, wo ihr eure Musik drauf abspeichern könnt. Ihr habt Bluetooth und ihr habt USB in der Mittelarmlehne. Dann gab es noch damals das Innovationspaket, da habt ihr Xenon, Komfortzugang und Kurvenlicht in einem. Also wenn ihr das habt, dann habt ihr dieses
Innovationspaket gehabt. Getränkehalter fand ich ganz cool. Damals bei meinem 335, das ist es hier vorne in der Blende hier drin. Das ist auch nicht so einfach gewesen, das nachzurüsten. Baujahr ab 2008 wäre ganz gut, wenn man die nehmen würde, wegen den kleinen Kinderkrankheiten. Was ich noch ganz gut fand, dieses Hammer-Cardon-Soundsystem. Oder damals bei dem E92 gab es ja dieses Individual-High-End-Soundsystem. Das sollte wirklich das Beste sein, was es gab. Was ich dann damals noch ganz cool fand, dieses DKG fand ich sehr, sehr gut beim 335 damals. Ich hatte damals nur das normale Automatikgetriebe und später gab es das den 335i noch mit DKG, dieses Doppelkupplungsgetriebe. Das schaltet natürlich noch schneller. Zubehörmäßig vom Sound, vom Auspuff, hatte ich euch ja schon immer gesagt, diesen M-Performance-Endschalldämpfer. Das war Wahnsinn, wie der 3er sich dann angehört hatte. Das hat richtig Spaß gemacht danach. Also wer ein bisschen auf Sound steht, den müsst ihr dann haben. Also das war echt genial. Was ich auch bei mir damals hatte, diese One-Flat-Reifen, die waren aus der ersten Generation, weil mein 335 war Ende 2006 einer der ersten. Da waren die One-Flat-Reifen sehr, sehr hölzern. Auch du hast wirklich so gemerkt, wenn du über Bodenwellen gefahren bist, bist du so ein bisschen gesprungen, schon so halb gehoppelt mehr. Also das war sehr, sehr Katastrophe. Also die neuen sind sehr gut geworden, so wie ich gelesen habe. Aber die alten würde ich jetzt nicht mehr nehmen. Was ich noch ganz cool fand, war, wie gesagt, diese Aktivlenkung. Fand ich sehr, sehr gut, weil das war so, wenn du langsamer gefahren bist in der Stadt oder so, dann wurde die Lenkung ein bisschen leichter. Konntest ein bisschen rangieren, Parkhaus und so, war richtig cool. Wenn du dann auf Autobahn warst, bist du schneller gefahren, zügiger gewesen, dann wurde die Lenkung dann härter. Ja, das war so eine variable Lenkung. Und dann hatte ich mir aufgeschrieben, am besten Baujahr Ende 2008, Anfang 2009, weil dann habt ihr das neue Navi drin, dieses CIC-System. Das alte ist das CCC-System. Wie gesagt, das CIC-System mit Festplatte und so, das kam Ende 2008, Anfang 2009. Und wenn ihr dann so dieses Baujahr im Auge behaltet, dann habt ihr auch diesen N54-Motor noch. Worauf ihr noch achten solltet, ist, wenn ihr euch bei Mobile anschaut, ne, die ganzen 335i-Modelle und so die ähnlichen Modelle, es gibt sehr viele Importfahrzeuge, da solltet ihr aufpassen, weil das sind meistens Fahrzeuge, die hatten einen großen Unfallschaden im Ausland. Und dort hat es sich nicht gelohnt, die zu reparieren. Was hat man gemacht? Einfach über Umwegen verschifft, die repariert irgendwo und dann werden die hier wieder, sag ich mal, neu verkauft. Deswegen am besten die Fahrgestellnummer auslesen lassen oder Serviceheft kontrollieren. Vielleicht kriegt ihr die Wartungshistorie noch bei BMW raus. Da sollte man auf jeden Fall bei Importfahrzeugen sehr, sehr gut aufpassen, weil nicht dass sie nachher irgendwie ein großer Schaden nachher war, Rahmenverzogen oder was weiß ich, und die hat nachher nur noch Ärger damit. Worauf ihr noch achten sollte, war Chip-Tuning. Man weiß es nie, ob der jetzt warm gefahren worden ist, das muss man auch aufpassen. Tipps zur Versicherung und so, das blende ich euch nochmal hier diese Autoampel ein. Verbrauch ist so 12 bis 13 Liter im Durchschnitt gewesen. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu den Unterschieden zwischen den beiden Motoren. Wie gesagt, es gibt ja den N54-Motor, den N55-Motor. Der N54-Motor, die genaue Bezeichnung, das ist der N54B30 mit 306 PS, das ist Biturbo. Das sind wirklich zwei kleine Turbolader drin, um das Turboloch so klein wie möglich zu halten, um das Ansprechverhalten zu verbessern eben halt. Und das Drehmoment in diesem niedrigen Drehzahlbereich ist auf jeden Fall viel höher als jetzt beim V8 eben halt. Der wurde jetzt gebaut, der N54-Motor zwischen Baujahr 2006 bis 2010. Da könnt ihr dann so Glück haben, dann habt ihr den N54-Motor mit den zwei Turboladern. Ein Lader ist für Zylinder 1 bis 3 und der zweite Lader ist für 4 bis 6 zuständig. Und geänderte Turbos, hatte ich ja gesagt, wurden ab 2008 verbaut. Das ist dann auch schon mal so ein Pluspunkt, wenn man ein späteres Baujahr nimmt. Und dann blende ich hier nochmal ein, in welchen Fahrzeugen dieser N54-Motor nochmal auch verbaut worden ist. Also im 535i wurde das zum Beispiel verbaut, im Z4, im X6, im 7er und so. Ich blende das nochmal ein. Also der wird sehr, sehr oft verbaut. Und das war der erste Turbomotor von BMW. Und der Motor gewann von 2007 bis 2012 sechsmal in Folge den International Engine of the Year Award. Also ist wirklich sehr, sehr geiler Motor. Und die Vorteile davon sind eben halt, dass du zwei Turbolader hast und du kannst den richtig, richtig gut tunen. Also Chip-Tuning und richtiges Tuning, andere Turbolader vielleicht noch drauf. In Amerika und so, die fahren da über 500, 600, 700 PS rum. Das ist der Wahnsinn, also was du da rausholen kannst. Der Nachfolger dann kam, das war der N55-Motor. Der hat nur einen Turbolader und im Gegensatz zum N54-Motor hat der Twin-Scroll-Lader. Das ist ein Lader, welcher getrennte Abgaswege hat, sprich die Abgase können besser auf die Turbine treffen und somit hat der Lader einen höheren Wirkungsgrad. Also daraus folgt besseres Ansprechverhalten eben halt und der N55-Motor hat noch die Valvetronic gepaart mit der Direktanspritzung, eine Doppelwarnung ist auch mit an Bord, viel Technik ist drin, viel Effizienz und weniger Verbrauch bei höheren Leistungen. Und der Vorteil war auch noch beim N55-Motor, gab es vom BMW so ein Performance Power Kit, dann hattest du anstatt 306 PS, 326 PS, dann blende ich euch auch nochmal ein, wo der nochmal verbaut worden ist. So eine kleine Übersicht der N55-Motor. Und stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt besser, N54 oder N55-Motor? Man kann sagen, die Turbos wurden ja ab 2008 verbessert eben halt vom N54-Motor. Recht haltbar geworden. Meistens war ja, wie gesagt, das Problem mit dem Basekit, mit dem Gestänge, nicht mit dem Turbo selbst. Wenn du jetzt wirklich kein Interesse an Tuning hast, dann sollte man den N55-Motor nehmen, weil der ausgereifter ist. Der ist ein bisschen sparsamer und effizienter, sagt man. Aber wenn du wirklich alles also aus dem Motor rausholen willst, richtig was tunen willst, dann auf jeden Fall den N54-Motor, weil da hast du
viel mehr Leistungsreserven, viel mehr Möglichkeiten, um für wenig Geld richtig viel Leistung rauszuholen. So, das war's dann jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch weiterhelfen. Ich hatte, wie gesagt, den Frank nochmal gefragt. Ich habe mir das selber aus dem Internet gezogen. Ich hatte ja den 335 selber auch schon gehabt und der Frank hat mir auch nochmal geholfen. Deswegen war jetzt sehr, sehr viel Wissen kompakt zu übermitteln. Ist nicht mal so leicht, weil es waren jetzt, glaube ich, 12, 15 Seiten. Tut mir leid, wenn ich immer drauf gucken muss, aber ich will euch nichts Falsches erzählen. Wenn ich was vergessen habe, schreibt das einfach mal drunter in den Kommentaren, worauf man achten sollte. Mich würde es natürlich super interessieren, ob euch das Video geholfen hat. Waren Tipps dabei, mit denen ich euch helfen konnte? Ganz anderer wichtiger Punkt von mir nochmal. Ich verlinke euch unten nochmal. Ich habe jetzt ein kleines eigenes Facebook-Gruppe aufgemacht. Ja, M4Life nennt sich die Gruppe. Da könnt ihr euch alle, wenn ihr Bock habt, mal anmelden bei mir. Dann haben wir so eine kleine Gruppe, so eine Community will ich ja aufbauen. Wir haben ja hier bei YouTube ja auch eine Community. Und das finde ich ja sehr, sehr geil, dass ich und wir uns immer ergänzen da draußen. Ihr habt Tipps für mich, ich habe Tipps für euch. So soll es ja auch sein. Boah, alle, die irgendwie BMW gerne fahren und denen ich irgendwie helfen kann mit meinen Erfahrungen da draußen, das mache ich super, super gerne. Meine Idee ist es einfach, an meiner Facebook-Seite habe ich jetzt eine Gruppe erstellt. Ihr schreibt mich einfach an, ich lade euch dann da ein. Und so können wir unsere Community noch weiter ausbauen. Und ihr könnt dann nochmal nachfragen, wenn ihr Probleme habt. Und ich finde, das ist eine super, super Sache. Mich würde das interessieren. Freut euch drauf mit so einer Facebook-Gruppe. Oder sagt ihr, ey, so einen Scheiß brauchen wir nicht. Weil dann brauche ich da euch auch nicht mal so viel Energie reinzusetzen, weil ich ist natürlich sehr viel Aufwand. Boah, ich bin ja am Arbeiten, ich mache meine Videos nebenbei noch und ich will jetzt diese Gruppe machen. Ich muss die Videos schneiden, ich muss sie drehen und das ist sehr, sehr viel Aufwand, aber ich mache das super gerne und ich helfe auch super gerne. Und in dem Sinne jetzt genug gequatscht. Ich glaube, das Video ist bestimmt eine halbe Stunde lang geworden. Ich gucke mal, was ich erstmal rausschneiden kann und ich freue mich wie immer sehr, sehr, sehr super drüber über ein Abo von euch. Und demnächst, wie gesagt, bist du wieder von meinem M3. Da gibt es nochmal ein Soundvideo. So eine aus Ich-Perspektive wollte ich natürlich wieder ein paar Videos machen. Das kam ja ganz gut an. Dann kommen ja bald wieder das neue Jahr, ist bald da. Dann kommen wieder neue Videos zu anderen M-Modellen, zu anderen Fahrzeugen, Testfahrten, Probefahrten. Es wird wieder richtig gerockt. Und in dem Sinne freue ich mich auf das neue Jahr. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr wirklich sehr, sehr viel meine Videos geschaut habt, sehr viele Abos bekommen habe. Ist super, super geil. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn wir es nicht mehr sehen. Und ich sag mal, haut rein, macht's gut. Ciao. I've lost you, but I need you, and you're off my radar.